Wer ist ready, was mitzunehmen für heute? Ja, sehr gut. Ich auch. Alright, geht's euch gut, Basement? Alles fit? Ja, sehr gut. Alright, ja, wie ihr sehen könnt, hier ist mein Boxring. Nicht, weil ich boxen kann. ja, da ist einfach ein Boxring. Das sieht man, oder? Das ist so die Ecke. Hier sitzt dann der Boxer. Aber dazu kommen wir noch. Ja, ich will nicht zu viel spoilern. Spannend. Nee? Okay, alles klar. Auf jeden Fall, alles gut. Passend zu diesem starken Response, kennst du so Momente, wo du absolut im Flow bist? Ja, wo alles am Schnürchen läuft, wo einfach eins nach dem anderen super klappt, wo alles super läuft. Ja, zum Beispiel, kennst du es so, du bist zu Hause am Lernen für die Schule irgendwas? Nee, keiner kennt das. Wer macht das? Nein, bitte mach das, okay, das ist wichtig. So, du bist so am Lernen, du schreibst vielleicht eine Arbeit oder bereitest dich auf eine Prüfung, auf einen Test vor oder sowas und du bist gerade so voll in deinem Film, du bist so voll in deinem Flow, so, du merkst auf einmal gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht, bist so voll am Lernen. Ja, kennt das irgendjemand? Ja, lügt wen anderen an, kommt. Spaß. Ich kenne das auch. Ich kannte das mal. Ja, okay, auf jeden Fall. Ein anderes Beispiel. Kennst du, wenn du so am Zocken bist, ja, und du bist so absolut in deinem Film drin und du bist komplett in diesem Flow, alles andere um dich herum wird ausgeblendet. Ja, Mama kann noch so laut rufen. Du bist sowas von in deinem Flow. Kennt das jemand beim Zocken? Ja, okay. Alles klar, sehr gut, da feiert es jemand zu zocken. Ich will dir eine Geschichte erzählen, wo ich in meinem miesesten Flow war. Und zwar, als ich so 12, 13 Jahre alt war, da war ich ein absoluter Skater. Okay, mein Leben war einfach nur Skaten. Das war das Wichtigste, was es für mich gab. Ich wollte, genau wie Adam Fußballprofi werden wollte, wollte ich Skateprofi werden. Ja, genau, Tony Hawk, man kennt ihn. Nicht wirklich, aber egal. Und das war so das Wichtigste für mich. Und ich habe dann immer so mit meinen Jungs in der Schule, wir haben uns immer so am Pausenhof getroffen, so, jo, was geht? Ja, lass mal ein bisschen skaten, wie ist das? Und haben so unsere heftigsten Tricks ausprobiert und wir haben immer so Challenges gemacht, so wer den besten Trick kann und wer so die Mädels ein bisschen beeindrucken kann und sowas. Ja, du weißt, so, wow, Kickflip, Mipflip, wie ist das? Ja, ich konnte es eigentlich gar nicht so gut, aber egal, es hat sich cool angefühlt. Und dann war es so, kennt ihr das so manchmal am Schulhof, wenn da so random Sachen einfach rumliegen und du denkst dir so, hä, ist das hier Sperrmüllabgabefläche oder was? Da liegen einfach so random Sachen und bei uns waren so einfach so Paletten, ja, so Euro-Paletten, ganz normale Hipster sind jetzt so, oh cool, das ist eine Bank oder oh, das ist ein Bett. Es ist Kunst, okay? Naja, und da waren so Paletten und wir als Skater, wir waren so, Dicker, was für Bank, das ist zum Skaten. Und dann haben wir noch was gefunden, eine Tür. Okay, da war einfach eine alte Tür, so eine Brandschutztür, die war richtig schwer, wir haben die so zu dritt, zu viert hingetragen und haben dann so diese Paletten so gestapelt, so, keine Ahnung, zwei, drei Stück und die Tür wie eine Rampe draufgelegt. Und man so, boah, geil, wir haben eine Rampe gebaut. Engineering ist da, wir schaffen das, yeah. Und dann haben wir uns so gegenseitig halt gepusht, so wer die krassesten Tricks kann, ja. Zuerst haben wir angefangen ganz easy, so oben von der Rampe runterfahren, so, wow, krass, voll schnell. Und dann wieder so ein bisschen was anderes probiert. Und dann war so die Challenge, wer am besten über diese ganze Rampe springen kann. Also wer kann von ganz weit weg losskaten, ja, auf diese Rampe zu, draufspringen, und dann auf der anderen Seite wieder runterspringen. Und die Sache ist aber, so eine Tür, die ist ja so dick, weißt du, die ist so, keine Ahnung, 2, 3, 4 Zentimeter dick. Und mit dem Skateboard, das sind ja so kleine Rollen, da kannst du nicht einfach so drauf fahren. Du musst erstmal so drauf springen und dann kannst du wieder runterspringen. Und deshalb, wir haben erstmal langsam gemacht, so okay, easy, draufspringen, zack, wieder runter. Und dann kommt mein stolzer Moment. Wo ich dachte, jetzt zeige ich es allen. Jetzt bin ich Tony Hawk, sein Großonkel, okay? Ich nehme so mein Skateboard und ich war sowas von im Flow. Ich war in meinem Film. Ich habe gar nichts mehr gesehen. Ich habe nur diese Rampe gesehen. Die ganzen Lehrer und die Schüler, sogar die Mädels habe ich ausgeblendet. Ja. War auch gut so, weil der Herr hat mir dann eine Perle geschenkt.
I love you, Jess. Okay, reicht. Okay. Genug cringe. Okay. Nein, ich liebe dich. Okay. So, ich war sowas von im Fokus. Nicht wie gerade eben. Ich war sowas von im Flow. Ich sehe diese Rampe. Ich nehme mein Skateboard. Ich skate drauf los. Und während ich in meinen Gedanken schon den dreifachen Rückwärtssalto über die Rampe mache und alle so, wow, krass, Max, du bist der Heftigste, merke ich, wie ich vorne an der Tür hängen bleib. Das Skateboard stehen bleibt, der Max aber fliegt über die ganze Rampe, über die ganze Tür und ich hau mich sowas von auf die Schnauze auf der anderen Seite. Oh, dieses Geräusch habe ich gemacht. Schätze ich mal, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall konnte ich mich noch so ein bisschen auffangen mit meiner Hand und habe mir das Handgelenk gebrochen. Und dann lag ich da so am Boden, wie so ein kleiner Fisch, der aus dem Wasser geschmissen wurde. So, help! Ah, meine Hand! Was ist hier los? Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, ist schon ein paar Tage her, ja, aber ich stelle mir so vor, wie meine Jungs so, was passiert? Oh, der hat's verkackt. Der ist kaputt. Hand, Knacks. Ja, dann habe ich einen Gips bekommen. Da habe ich dann so ein bisschen Pluspunkte bei den Mädels bekommen. So, ja, willst du unterschreiben? Ja, ich bin Skater, weißt du? Einfach auf die Fresse geflogen und flext noch damit. Naja, wieso erzähle ich das? Zum einen, weil das so ein bisschen Therapie für mich gerade ist. Ja. Aber zum anderen, ich glaube, wir alle kennen Momente, wo wir uns so fühlen, als wären wir so richtig im Flow. Auf einmal passiert was, es ist ein Bruch da, wie mein Handgelenk, und das Leben sieht ganz anders aus. Es fühlt sich nicht mehr so an, als wäre alles smooth, als würde alles gut laufen. Es fühlt sich ganz anders an. Oder vielleicht kennst du es auch so, dass du irgendwie in einer Phase bist, in einer Zeit bist, wo du voll die Herausforderung hast, in diesen Flow überhaupt hineinzufinden, vielleicht in deinen Alltag wieder hineinzufinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht ist es so, dass diese ganze Corona-Zeit, dass es dir so schwer fällt, einfach wieder zurück in einen normalen Lebensrhythmus, einfach zurück in ein normales Leben zu finden. Und du fühlst dich irgendwie von diesen ganzen Beschränkungen und allem, was da so läuft, du fühlst dich so eingeengt und gefesselt in deinen eigenen Emotionen. Du weißt gar nicht, wie du zurück in ein normales Leben, in einen normalen Flow hineinfinden kannst. Oder vielleicht ist es auch anders bei dir. Du merkst jetzt so, wo der Lockdown wieder runtergeht und die Zahlen gehen runter, danke Jesus. Du merkst auf einmal, wie du Angst davor hast, dich wieder mit Leuten zu treffen. Vielleicht betrifft das jetzt niemanden, der hier ist, sondern vielleicht online. Du merkst so, es fällt dir so schwer, darüber nachzudenken, dich wieder mit Leuten zu treffen, weil du Angst vor der Ablehnung hast, die du davor vielleicht erlebt hast. Und ich glaube, bei all den Dingen, die gut laufen und die irgendwie auch so, ich sag mal, an Momenten, wo es uns gut geht, wie zum Beispiel hier bei einer Basement Night, so wir sind auf voll dem High, so wir feiern das, was Gott macht, aber kennst du das, manchmal gibt es dann so Momente, wo wir zurück im Alltag sind und wir merken so, das, was ich hier bei der Basement Night erlebt habe oder was ich sonntags bei Youth erlebt habe oder sonst wo in meiner Connect-Gruppe mit meinen Leuten so, auf einmal, ich spüre es nicht mehr, es ist nicht mehr da. Und wir fangen an, uns Fragen zu stellen. So, Gott, ich dachte, du bist immer bei mir. Wieso fühlt es sich gerade nicht so an? Wieso spüre ich dich nicht? Wieso erlebe ich dich nicht, wie ich dich bei der Basement Night erlebt habe? Oder wie ich dich bei einem Summer Festival erlebt habe? Wo ist das jetzt? Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir eigentlich ganz klar, dass Gott uns verspricht, Matthäus 28 zum Beispiel sagt er ganz klar, er ist jeden einzelnen Tag bei uns. Das ist die Wahrheit. Gott sagt zu dir und zu mir, ich bin jeden Tag bei dir. Und ich möchte dir heute zeigen in dieser Message, dass auch wenn wir es nicht immer spüren, auch wenn wir es nicht immer fühlen, ich möchte dir zeigen, dass Gott wirklich in jedem einzelnen Moment, nicht nur an den guten Tagen, nicht nur wenn es dir gut geht, nicht nur wenn um dich herum alles super läuft, sondern vielleicht sogar gerade in den Momenten, wo es sich so anfühlt, als wären wir mitten in einem Fight drinnen, dass mitten in diesem Fight Gott da ist und sich in deinem Leben zeigt. Lass mich kurz beten. Mich kurz beten und dann steige ich ein in die Story. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir hier zusammenkommen dürfen, Jesus, und dass wir dich erleben dürfen.
Und ich bete einfach, dass du uns jetzt die Augen öffnest, dass du uns in einem geistlichen Sinne auch einfach unser Herz öffnest, unsere Augen öffnest, dass wir sehen können, Jesus, dass in jedem Moment, jeden einzelnen Tag, dass du da bist. Und ich bete, dass du uns ganz neu zeigst, wie mitten im Fight deine Kraft da ist, Jesus, deine Gegenwart da ist. Ich danke dir von Herzen dafür und alle sagen zusammen, Amen, Amen, sehr gut. So, wenn es dir übrigens gerade so insgesamt richtig gut geht, du merkst, alles läuft super, ich fühle mich gerade nicht so, als wäre ich in einem Fight, ich fühle mich eher so, als wäre ich einfach in einer super guten Phase, dann nimm diese Wahrheit mit für eine Zeit, wo es dir vielleicht nicht gut geht. Oder nimm es mit für einen Kumpel, für eine Freundin, vielleicht jemand aus deiner Familie, wo du weißt, diese Person braucht gerade eine Ermutigung, okay? Wir schauen in eine Geschichte im Alten Testament von einem König. Und ich meine, es gibt so ein paar Könige, die kennt jeder irgendwie, so egal, ob du heute vielleicht zum ersten Mal in der Kirche bist oder ob du hier quasi aufgewachsen bist oder in einem christlichen Zuhause aufgewachsen bist. Es gibt so ein paar, die hat jeder schon mal irgendwie gehört. So, ja, da gibt es so diesen König David, der gegen Goliath gekämpft hat. Ja, hat man schon mal gehört. Aber da gibt es auch so ein paar, die haben nicht so viele Kapitel. Ne? Die haben so diese geheimen Ecken irgendwo in der Bibel versteckt. Deswegen, kleiner Tipp so am Rande, so, weißt, so, das ist so dieser Bonusmaterial. Lies die ganze Bibel. Auf jeden Fall, da gibt es einen König, der heißt Josaphat. Okay, er ist im Alten Testament König von Juda, also das Volk ist in so zwei Teile geteilt und er ist König von dem einen Teil von Juda. Und du musst dir vorstellen, es war so, dass sein Vater war vor ihm König, der Vater ist dann irgendwann gestorben und dann war er einfach automatisch König. Also er hatte eigentlich keine Wahl, es ist so, du bist jetzt König. Und Josaphat, er hat eigentlich good intentions, okay, er hat ein gutes Herz, er will, dass alles gut läuft für das Volk, er will, dass die Menschen mit Gott wirklich unterwegs sind und sich abwenden von irgendwelchen Götzen, irgendwelchen Statuen, die Leute angebetet haben. Er hat gesagt, come on, wir schauen zusammen auf Gott, wir richten unseren Fokus auf Gott. Und dann ist es aber so, also ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor, also der hat so ein ganzes Volk, für das er verantwortlich ist. Und dann ist es so, dass noch andere Sachen on top kommen. Er hat schon seinen Job, er hat schon das, was ihn bestimmt genug herausfordert, etwas, was er sich, wie gesagt, nicht ausgesucht hat. Und dann kommt nochmal was on top. Kennst du so, manchmal haben wir Herausforderungen, haben wir vielleicht so einen kleinen Struggle oder ein kleines Beef, einen kleinen Fight oder sowas, etwas, was uns innerlich herausfordert, und dann kommt nochmal was on top. Und dann kommt nicht nur eine Sache, sondern dann kommen gleich drei gleichzeitig. Die machen so, hey, dem Max geht's gerade so ein bisschen okay, komm, wir kommen zu dritt, wir treten den einfach, diesen Lachsnacken. Ja? Und genauso passiert es bei Josaphat, bei König Josaphat. Und zwar, ein Volk zieht gegen ihn und sein Volk, also gegen Juda, in den Krieg. Und es ist aber nicht nur ein Volk, das gegen ihn in den Krieg zieht, sondern gleich drei. Okay, da kommen drei gleichzeitig und sagen, wir ziehen jetzt gegen König Josaphat und die Juden in den Krieg. Und er ist so, okay, what, das kann doch nicht sein. Einfach drei gleichzeitig sagen so, ja, komm, wir haben nichts zu tun, wir kämpfen mal gegen ihn, okay? Und wie gesagt, ich glaube, wir kennen das auch so, wenn so viele Sachen auf einmal kommen. Ich meine, auch wenn es jetzt drei Herausforderungen sind, drei Probleme sind, wenn das so eins nach dem anderen kommt, dann kommen wir irgendwie damit klar. Also wir können irgendwie gucken, okay, das eine mache ich ein bisschen später, das um das kümmere ich mich sonst wann und schiebe alles vor mich hin. Nein, aber ich kümmere mich um eins nach dem anderen. Aber wenn drei Sachen einfach auf einmal da sind, dann kann das eine richtige Herausforderung sein. Das kann es eine richtige Last sein. Und Josaphat, er macht dann das, was jeder, der wirklich von Herzen an Gott glaubt, macht. Er hat panische Angst. Ja, er ist der Schreiber von 2. Chronik, er ist real zu uns, also steht in 2. Chronik die ganze Geschichte, er ist real zu uns und erzählt uns, Josaphat, er hat richtig Angst. Aber das ist nicht der ganze Vers, sondern in Vers 3 steht, er fürchtete sich und dann, Part 2, betete zu Gott. Also er realisiert, okay, ich habe Angst vor dem, was gerade kommt, und er dreht seinen Blick aber direkt zu Gott. Okay, er fürchtete sich und betete zu Gott. Und dann sagt er zum ganzen Volk, okay, come on, wir werden jetzt alle zusammen anfangen zu beten und zu fasten. Ein Ausdruck dafür, dass sie ihren Fokus auf Gott richten.
ihren Blick weg von den Umständen, ihren Blick weg von der Herausforderung und hin zu dem, der alle Lösungen in seiner Hand hält. Genau, und das schauen wir uns jetzt an. In 2. Chronik 20 ab Vers 6 erstmal. Also Josaphat, er betet jetzt vor dem ganzen Volk. Okay, die versammeln sich und er betet. Vers 6, er betete, Herr Gott unserer Vorfahren, du bist der Gott, der im Himmel wohnt. Du bist der Herr über alle Reiche auf Erden. Du bist groß und mächtig. Keiner kann dir standhalten. Unser Gott, hast du nicht die Einwohner dieses Landes vor deinem Volk der Israeliten vertrieben? Und hast du dieses Land nicht für immer den Nachkommen deines Freundes Abraham geschenkt? Dein Volk hat sich hier niedergelassen und dir diesen Tempel gebaut, damit dein Name darin geehrt wird. Die Menschen sagten, immer wenn uns ein Unglück droht, wie Krieg, Strafgericht, Krankheit, Corona, sonstige Herausforderungen, Hungersnot, dann dürfen wir in deiner Gegenwart vor dieses Haus treten, wo dein Name verehrt wird. Wir dürfen zusammen in dein Haus, in die Move Church, ins Basement treten, wo deine Gegenwart ist und wir dürfen deinen Namen verehren. Amen. Und dann betet er noch, wir dürfen dich um Rettung anflehen und du wirst uns hören und uns helfen. Okay, zuerst klingt das nach einem richtig schönen, richtig starken, richtig powervollen Gebet. Und das ist es auch, ja? Auf jeden Fall. Aber wenn man so kurz drüber nachdenkt, dann klingt das ja eigentlich auch so ein bisschen wie eine Provokation. Ich meine, Josaphat, er ist vor dieser Herausforderung, dass auf einmal ein Krieg gegen ihn gestartet wird. Und er fängt an, Gott zu sagen, was er schon alles getan hat. Gott, du hast das und das alles gemacht. Du warst doch immer da. Und das, was wir noch hinzufügen können dann als letztes, und wo bist du jetzt? Immer warst du da, immer warst du am Start, immer hast du dich um uns gekümmert. Wir haben dir immer vertraut, aber was ist jetzt? Wo bist du? Ich weiß nicht, kennst du auch diese Gedanken? So, du erinnerst dich daran, was Gott schon mal getan hat oder vielleicht was du von einem Kumpel gehört hast. So, ja, Gott hat da und da geheilt und so und Gott kann wirklich heilen. Aber Gott, was ist jetzt? Was ist mit jetzt? Was ist mit mir? Wieso machst du nichts? Ich glaube, an der Stelle, wir dürfen immer wieder neu verstehen und neu lernen, dass Gottes Timing so viel besser ist als unser Timing. Ich stelle mir manchmal so vor, Gott, der Plan sieht so und so und so und so aus. Und Gott so, mein Freund, ich bin hier der Chef. Ich hab den viel besseren Überblick. Du siehst so einen kleinen Teil, ja? Ich sehe das ganze Bild. Er hat ein viel besseres Timing. Und wenn Josaphat da so betet, und es klingt ja so, als würde Gott daran erinnern, was er alles gemacht hat, ja? Dann macht er das aber nicht, um Gott daran zu erinnern. So nach dem Motto, ey, weißt du noch damals, oder das und das gemacht? So damit Gott wieder dran denkt, so, ah, stimmt, ja, ah, ja, ich bin ja Gott, ich kann Wunder tun. So. Sondern er macht das für sich selbst und er macht das für das Volk. Und dazu will ich dich auch herausfordern, wenn du betest, gerade wenn du in einem Fight bist, gerade wenn du vor einer Herausforderung stehst, dann fang an so zu beten. Gott, ich weiß noch damals, hast du das und das gemacht. Gott, ich weiß noch, als du mich gerettet hast von meinen Herausforderungen. Gott, ich weiß noch, als du mich aus Süchten rausgezogen hast. Und Gott, ich erinnere mich daran, dass du meinem Kumpel, der Schmerzen hatte, als ich für ihn gebetet habe, die Schmerzen waren auf einmal weg. Ich erinnere mich daran, Gott. Und deshalb weiß ich, dass heute dieser Fight, in dem ich jetzt gerade stehe, diese Herausforderung, auch wenn es so aussieht, als könnte ich das nicht meistern. Gott, ich weiß, dass du treu bist. Und ich weiß, dass du es nochmal tun kannst. Ich weiß, dass du es nochmal tun kannst. Und du bist der Gleiche. Du hast dich nicht verändert. Du hast dich nicht verändert. Und wenn wir so Gott in den Fokus stellen, wenn wir unseren Fokus letztendlich auf ihn richten, wie viele Fights er schon für uns gekämpft hat, dann sind wir ready, ihm zu vertrauen mit dem, was gerade ansteht. Okay, lass uns weiterschauen, was als nächstes passiert in Vers 10 jetzt. Nun, hoppala, nicht stolpern. Warte, ich trinke noch einen Schluck. Prost. Super. Vers 10. Nun sieh, was die Heere aus Ammon, Moab und vom Gebirge Seir tun.
Du hast unseren Vorfahren verboten, in diese Länder einzudringen, als sie Ägypten verließen. Deshalb sind sie ihnen ausgewichen und haben sie nicht verwüstet. Nun sieh, wie sie es uns vergelten. Denn sie sind gekommen, um uns aus unserem Land, das du uns als Erbe gegeben hast, zu vertreiben. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen? Wir können nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten. Okay, jetzt merken wir, so langsam geht es weg von diesem Gott. Du hast doch das und das eigentlich schon getan. Und wieso kannst du nicht jetzt? Und was ist los? Und so langsam zu dem Punkt, wo, wait a minute, ich erkenne hier was. Ich kann es eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich gar nicht stark genug dafür. Ich schaff's aus eigener Kraft nicht. Okay, wir lesen weiter. Nichts gegen dieses riesige Heer ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, I love this, wir wissen nicht, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Come on. Wenn wir in Momenten sind, wo wir nicht wissen, was wir tun sollen, keine Panik. Auch wenn es sich manchmal schon in dem Moment wie Panik anfühlt. Aber wir dürfen wissen, dass wenn wir nicht wissen, was wir tun, dass wir unsere Augen auf ihn richten dürfen. Das ist immer die richtige Antwort in dem Moment. Vers 13, das ganze Volk von Juda mit allen Männern und Frauen und Kindern stand vor dem Herrn. Da kam mitten in der Versammlung, also mitten im Fight, kommt mitten in der Versammlung, mitten ins Basement, der Geist des Herrn auf Jahaziel. Heftiger Name. Er war ein Sohn Zechajas und Enkel von Benaja, dessen Vater Jehiel und dessen Großvater Matania gewesen war. Ein Levit und Nachkomme Asafs. Okay, der Schreiber von 2. Chronik will uns hier eins klar machen. Der Typ, der gleich redet, der hat was zu melden. Der kommt aus einem guten Haus. Der Typ hat schon einiges erlebt. Guck mal, seine Family, wenn er mit denen schon unterwegs war, du wirst gleich was richtig Powerfules von diesem Typen hören. Okay? Er ist ein Priester und er hat jetzt was zu sagen. Vers 15, Jahaziel rief, hört König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts dieses riesigen Heeres. Denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Come on. Vers 16. Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Sis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung. Dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch. Einwohner Judas und Jerusalems, habt keine Angst. Einwohner des Basements, Einwohner Wiesbadens, Frankfurts, sonst wo, habt keine Angst. Der Herr ist mit euch. Lasst den Mut nicht sinken, zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. Okay, was für ein Hammerversprechen. Was für ein Hammerzuspruch, den dieser Priester hier gibt. Ich meine, ich stelle mir vor, wie die Leute da so stehen, die haben sich ja alle versammelt. Josaphat hat ja gesagt, okay, wir müssen uns jetzt treffen, wir beten, wir fasten, okay, wir fokussieren uns, wir richten unseren Blick auf Gott. Und dann kommt so diese Aussage, diese prophetische Aussage und alle müssen so, wow, krass, Gott wird für uns kämpfen. What? Ist doch crazy. Und im zweiten Moment stelle ich mir aber so vor, wie einer der Soldaten sich gefühlt haben muss in dem Moment. Stell dir vor, du bist einer der Soldaten. Mein Josaphat hat ja gesagt, es geht hier um Krieg. Ja, es kommen Feinde, Feinde kommen uns entgegen. Es geht hier um Krieg. Es geht um Leben und Tod. Und die Soldaten machen sich irgendwie ready, sie stellen sich dahin und dann kommt diese Ansage. Ja, also wir gehen da so hin und wir gehen in das Tal und die Gegner kommen dann vom Berg. Okay, macht jetzt strategisch keinen Sinn, also ist eigentlich, ja, das macht keinen Sinn, weil dann sind die ja im Vorteil, ja, die haben den High Ground, jeder Fortnite-Spieler weiß, das geht so nicht. Ey, Jess hat letztens Fortnite gespielt, muss ich einfach mal kurz erwähnen, weil das war schon sehr witzig, aber wir sind genauso, also wir sind beide schlecht, können das beide einfach nicht, also egal, ich schweife ab. Der Punkt ist, das macht doch keinen Sinn, wir sind im Tal, hä? Und dann sollen wir einfach nur dastehen, uns still verhalten und Gott macht das? Das macht doch keinen Sinn. Also Gott, wenn du allmächtig bist und wenn du einen guten Plan für uns hast, dann gib uns einen guten Plan. Das ist doch keine Strategie. Come on, wir sind Soldaten. Wir sollen da einfach nur ins Tal gehen, die kommen vom Berg und dann machst du das. Okay, what?
Kennst du so, manchmal zeigt dir Gott was, manchmal fordert dich Gott irgendwie, er fordert dich heraus, irgendwie einen neuen Schritt im Glauben zu gehen oder dein Leben in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und dann sagen wir oft so, okay Gott, aber wenn du das wirklich willst, dann gib mir ein richtig heftiges Zeichen. Du musst erstmal den Blitz vom Himmel schicken und das soll exakt hier landen und danach kommt der Donner exakt da und dann mache ich das. Ja, weil dann weiß ich safe, safe, du hast es gesagt, ja, und dann hast du auch schon so bewiesen, dass das so for real ist und dass es nicht so ein Prank ist oder sowas oder so, vielleicht stelle ich mir das vor oder so. Du musst das zuerst beweisen, okay? Dann vertraue ich dir. Das wäre eigentlich schön, oder? Dann wäre es voll easy. Stell dir vor, Gott wird immer so ganz glasklar etwas zeigen und dann sind wir so, okay, mache ich, alles klar, macht absolut Sinn. Aber öfter ist es doch eigentlich so, dass Gott uns zuerst herausfordert, ihm zu vertrauen, bevor wir sehen können, was er tut. Und das ist tough. Das kann herausfordernd sein. Amen. Es ist herausfordernd, es ist nicht immer easy. Aber ich sage dir eine Sache, jedes Mal, wo ich mich dazu entschieden habe, das kann ich einfach von meinem Leben sagen, jedes Mal, wo ich mich dazu entschieden habe, auch wenn ich es noch nicht verstehen kann, auch wenn ich das Endresultat noch nicht sehen kann, wenn ich jetzt Gott vertraue, jedes Mal, wo ich das gemacht habe, er hat es belohnt und er hat was Großartiges gemacht. Also, wir gehen den ersten Schritt, wir sagen Gott, ich vertraue dir. Und er macht dann ein Wunder. So, wo sind wir hier? Okay, und so by the way, wenn wir in einem Kampf sind, wenn wir in einem Fight sind, wenn wir vor einer Herausforderung stehen, gibt es so eine Faustregel. In dem Moment, wo du merkst, dieser Fight ist zu groß für mich, er übersteigt meinen Horizont, das ist oft der Moment, wo Gott sagt, okay, das ist jetzt mein Fight. Dieser Fight ist zu heftig für dich, er ist zu groß für dich. Ich steige jetzt ein. Ich mache es zu meiner Sache. Als ich weiß nicht wie alt war, vor ein paar Jahren Basketball gespielt habe, weil ich dachte so, ja, ich bin halt relativ groß, kann man mal ausprobieren. Da war es so, wir waren in einem Spiel und einer meiner Mitspieler hat einen von den Gegnern gefoult. Und ich habe es nicht genau gesehen, aber mein Kumpel hat es gesehen und er meinte zu mir so, Bro, er hat ihn getreten. Ja, er hat so richtig, bam, einfach ihm getreten. Und der Schiri, der hat es auch mitbekommen, er rennt zu ihm hin und er schubst ihn. Ja, einfach mein Mitspieler steht da, hat ihn gerade getreten und der Schiri so, bam, was machst du da? Hat ihn einfach geschubst. Und mein Coach, er stand immer so an der Seite halt, wo der Coach halt so steht. Und ja, wo denn sonst? Er hat nicht mitgespielt. Und er hat sich übertrieben aufgeregt. Ich hab ihn so noch nie gesehen. Okay, du musst dir vorstellen, er ist auch nicht so groß gewesen. Er war circa so groß. Ja, so, keine Ahnung. Und er hat sich richtig aufgeregt. Und er rennt zu dem Schiri hin, direkt in sein Gesicht. Und er sagt ihm, du schubst meinen Spieler nicht. Es war Totenstille in dem ganzen Laden. Alle waren so, what? Was läuft hier gerade für ein Boxkampf, Bruder? Was läuft hier gerade? Ich möchte dich ermutigen, dass in dem Moment, wo wir merken, es ist nicht mehr so, dass wir das klären können, Gott kommt uns zur Seite und er tritt dem Feind ins Gesicht und sagt ihm, du redest nicht so mit meinem Kind. Weil weißt du, warte, es kommt noch. Ich habe es so gefeiert, wie mein Coach das gesagt hat, du schubst nicht meinen Spieler. In dem Moment, wo Gott es zu seinem Fight macht, da sagt er dem Feind, du schubst mein Kind nicht. Er macht es zu seinem Fight, weil es seine Sache ist. Es ist sein Kind, das gerade beleidigt wird. Weißt du das? Du bist Gottes Tochter, du bist Gottes Sohn. Er liebt dich über alles. Er feiert dich und deshalb kämpft er für dich. Deshalb tritt er für dich ein. Da, wo du und ich nicht mehr weiter wissen. Okay, zurück zu Josaphat. Der Priester, er hat gebetet und prophezeit und alle warten jetzt auf Josaphats Reaktion. Alle sind so, stellen wir das so vor, alle stehen da so versammelt und hier ist Josaphat, hier ist der Priester und der Priester so, okay, so machen wir das. Und alle gucken so, ja, okay, boah, krass,
Gott wird kämpfen. Und dann ist da auf der anderen Seite Josaphat und also, und was sagst du jetzt? Und wie Josaphat jetzt reagiert, ich feiere das so hart. Ich liebe sein Herz, ich liebe es, was er ausdrückt. Und das können wir auf jeden Fall für uns mitnehmen. Lass uns Vers 18 kurz mal anschauen. König Josaphat verbeugte sich tief. Und alle Menschen aus dem Gebiet von Juda und Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. In dem Moment, wo er realisiert hat, ich kann es nicht machen, ich kann nicht kämpfen, hat er gesagt, meine einzige Waffe ist mein Gebet. Das Einzige, was ich machen kann, ist Gott anbeten. Worship ist jetzt meine Waffe. Worship ist jetzt das, was ich machen kann. Ich kann nichts anderes machen, als meinen Fokus auf den zu richten, für den nichts unmöglich ist, für den alles machbar ist, der uns schon versprochen hat, das ist jetzt mein Fight. Ich stehe jetzt für dich ein. Ich glaube, die Frage ist in diesem Moment, so wenn wir jetzt über unser Leben nachdenken, dann nur, wo ist in dem Moment unser Blick? Wo ist unser Hauptfokus? Wo schauen wir drauf? Jetzt kommen wir zu dem Boxring, falls du dich schon fragst, was läuft hier für ein Film. Ich gucke nicht so gern Fußball, weil ich verstehe das nicht so ganz. So, da ist so, alter Schwede, sagt der Schwede. Hä? Ich weiß nicht, ist Schweden gut? Doch, Zlatan ist Schwede. Ja? Zlatan Ibrahimovic. Okay, ich habe das nie mit dem Abseits verstanden. Ich bin dann immer so, ich gucke das auch nie alleine. Ich gucke dann, wenn dann mit Freunden und dann so, war das Abseits? Nein, das war ein Tor. So. Deswegen, ich verstehe es nicht. Aber was ich gerne gucke, ist Boxen. Ich gucke gerne Boxen, das verstehe ich. Der liegt am Boden, der hat verloren. Das ist relativ simpel. Ja. Und also ich gucke gerne Boxen oder UFC, also so MMA, ja, wo die dann auch so, pa, pa, so Kicks machen und dann so am Boden. Ja, ich mache das jetzt nicht. Und in dieser ganzen Corona-Zeit, so in Amerika, also ich gucke das dann halt so über Stream, also legal, ja, nicht illegal, über The Zone, ja, kann man so ein Abo holen. Nicht, dass ihr denkt, so ich klaue Boxkämpfe, auf jeden Fall. Ich fand das so crazy in dieser ganzen Lockdown-Zeit, da haben die das halt ohne Publikum gemacht, okay? Da waren halt nur die Fighter und der Schiri und die Kommentatoren halt so und das war halt eine ziemlich weirde Stimmung. Es war so, wenn der dann gewinnt, klatschen so drei Leute so, yeah, super, cool. Aber was mir aufgefallen ist, ist mir auch davor schon ein paar Mal aufgefallen, aber da jetzt nochmal krasser, jedes Mal, wenn der Typ im Fight ist und diese Glocke klingelt, dass die Runde vorbei ist, so ding, 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 rennen die direkt zurück in ihre Ecke. Setzen sich hin, dann kommt der Coach mit dem Handtuch so. Ich bin auch ein bisschen am Sweaten, deswegen, es passt gerade ganz gut eigentlich. Und dann sind da so die Handschuhe aus irgendeinem Grund. Ich wollte, dass man weiß, dass es ein Boxring ist, okay? Ja, okay, reicht. So. Und ich habe mich immer gefragt, wie wissen die das? Woher wissen die sofort, wo die Ecke ist? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass die ganze Zeit so im Fight sind und so, wo ist der Gegner? Warte, wo ist die Ecke? Okay, da, alles klar. Also der Stuhl ist nicht die ganze Zeit da, ja, aber die Ecke. Okay, wo ist der andere Typ? Oh, ein bisschen ausweichen. Oh, wo ist die Ecke? Okay, alles klar, habe ich noch im Blick. Sehr gut, sehr gut. Okay, so, zurück zum Fight. Das macht doch keinen Sinn. Digga, der kriegt nach 0,3 Sekunden eins auf die Nase und ciao, Kakao. Das macht keinen Sinn. Und also, wenn ich mir so vorstelle, wie ich in so einem Fight wäre, ach du meine Güte, meine Frau hat mir zum Geburtstag so ein Kickbox-Training geschenkt. Ja, werde ich dann machen, wenn es wieder erlaubt ist. Mal gucken, wie es klappt. Auf jeden Fall, ich habe gar keinen Orientierungssinn. Ich habe einen richtig schlechten Orientierungssinn. Ich mache immer alles mit Navi. Wenn ich die Strecke nicht schon 10-mal gefahren bin, dann brauche ich einen Navi. Immer Google Maps, sagt auch, wo der Stau ist und sowas. Super, ja. Und ich stelle mir das vor, ich wäre die ganze Zeit so, Bruder, wo bin ich eigentlich? Und dann macht die so ding, ding, ding. Ich bin so, okay, alles klar. Und also davor, als es mit Publikum war, und jetzt ist ja in Amerika auch schon wieder mit Publikum, da hörst du ja nichts, da hörst du nur und Leute kreischen und sowas. Das war der beste Soundeffekt des Jahrzehnts, ich weiß. Aber jetzt, als es mit Lockdown war, da ist mir nochmal eine Sache aufgefallen. Und zwar, der Fighter ist zwar hier,
und hat seinen Blick auf den Feind. Aber seine Ohren, der eigentliche Fokus, ist die ganze Zeit hier hinten auf den Coach, der dasteht, seinen Fighter ermutigt, seinen Fighter pusht, der eine ganz andere Wahrnehmung hat, eine ganz andere Perspektive hat. Come on, ich will dich ermutigen. Wir sind im Fight. Wir sind in diesem Kampf. Aber Gott, er steht hinter dir. Er steht hinter uns und er hat eine ganz andere Wahrnehmung. Er ist für dich. Er liebt es, dich zu pushen. Er liebt es, dich zu ermutigen. Er ist so gut. Er ist so gut. Und er ist so viel mehr als nur ein Coach. Okay, das ist nur ein Bild. Aber ich will dich echt herausfordern. Ich will dich ermutigen. Und dich auch fragen, so, wo sind deine Ohren? Wo ist dein eigentlicher Fokus? Der Blick ist nach vorne, ja klar. Genauso wie Josaphat und seine Crew, seine Soldaten, wie sie dann auf den Feind zugegangen sind letztendlich. Aber die Ohren, der Fokus, er war immer auf Gott. Ich will dich ermutigen, weil manchmal fühlt es sich so an, als wäre es alles too much, als wäre es alles viel zu herausfordernd für uns. Aber wenn wir das checken, wenn wir das mitnehmen, dass der Fokus immer auf Gott ist, es wird unsere Perspektive komplett verändern. Es wird unsere Wahrnehmung von jedem Fight verändern. Es wird uns ganz anders pushen, wenn wir wissen, Gott ist da. Er ermutigt uns. Er steht für uns ein. Ich komme langsam zum Ende. Lass uns noch mal in die Geschichte von Josaphat zurückschauen. Wie die Geschichte ausgeht. Also es ist so, dass dann... Achso, nee, sorry, ich muss zuerst vorlesen. Okay, nochmal Vers 22 und 23, bitte. Sie richten ihren Fokus auf Gott und sie machen das, was Josaphat sagt. Sie beten Gott an. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juda angriffen, in einen Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. Und ein paar Verse weiter lesen wir noch, kein einziger von ihnen blieb übrig. Gott hat sie einfach alle komplett platt gemacht. Und das Volk von Josaphat, die Juden, sie stehen da, alle unverletzt. Gar nichts ist passiert. Gott hat nicht nur den Feind aufgehalten. Gott hat das, was der Feind für etwas Negatives, für etwas Zerstörerisches gemeint hat, umgedreht und zu einem Riesensieg für Juda gebracht. Er nimmt das, was der Feind eigentlich als Zerstörung gesehen hat, eigentlich als dein und mein Todesurteil gesehen hat. Er nimmt es, dreht es um und auf einmal ist es ein Riesensegen, auf einmal ist es ein Riesensieg für dich und für mich. Wie können wir das jetzt praktisch in unserem Leben sehen? Ich meine, wir haben ja auch gesungen so, I'm gonna see a victory, for the battle belongs to the Lord. Wie können wir das jetzt praktisch erleben? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir diesen Fokus richten auf Gott? Zwei Sachen, zwei Punkte. Erstens, hör auf deine Ecke. Listen to your corner, man. Da ist ein Coach, da ist ein liebender Vater, der dich ermutigen möchte, der dich vielleicht auch manchmal ermahnen möchte, wenn du auf einen falschen Weg gelangst, aber der immer das Beste für dich im Sinn hat. Und vielleicht sagst du jetzt so, okay, ich bin schon lange mit Gott unterwegs, ich weiß genau, was du meinst, ich werde es nochmal checken. Wo höre ich vielleicht zu sehr auf die Crowd um mich herum? Wo höre ich auf das, was die Gesellschaft mir sagt, was richtig ist? Und wo muss ich mehr auf Gott hören? Aber vielleicht bist du auch hier und du sagst, ey, ich weiß gar nicht, wie das geht. So, wie soll ich Gottes Stimme hören? Ist das jetzt auf einmal so ein Rauschen vom Himmel und so, hör zu, mach dies, mach jenes. Wie ist das? Wie kann ich das erleben? Man könnte lange drüber reden, aber eine Sache, die ich dir mitgeben möchte, die so essentiell ist und die ich jeden Tag erleben darf, dass es wie so ein Moment in dieser Ecke ist,
wo ich zur Ruhe kommen kann, wo mein himmlischer Vater zu mir kommt und meine Verletzungen vielleicht verarztet, mir neuen Mut zuspricht und ich ready für einen neuen Tag bin. Und das ist im Wort Gottes zu lesen. Okay? Die Bibel ist die absolute Wahrheit. Egal, was für eine Herausforderung vor dir steht, egal in was für einem Fight du bist, die Antwort, die Gott für dich hat, ist in seinem Wort. Das ist die absolute Wahrheit, no matter what. Und auch wenn du es nicht direkt verstehst, ey, vielleicht kannst du mit jemandem quatschen aus deiner Connect-Gruppe oder vielleicht jemandem aus dem Team hier und einfach mal nachfragen, so, ey, wie kann ich das verstehen? Und wir sind gerne füreinander da, so, weil Church und mit Gott unterwegs zu sein, ist kein One-Man-Show. Wir machen das zusammen, wir sind zusammen unterwegs. Ja? Also das ist das Erste. Hör auf deine Ecke, fokussier dich auf die Stimme Gottes. Das Zweite, Worship ist deine Waffe. Diese Handschuhe, wenn wir sie anziehen und kämpfen, dann wissen wir eigentlich, gegen den ich hier gerade kämpfe, so, ich schaffe das nicht. Und in dem Moment, wo der Fight zu groß ist für uns selbst, da ist die einzige Waffe, die wir haben, unseren Fokus neu auf Gott zu richten. Und das ist genau das, was Worship ist. Wenn wir Gott anbeten, dann verstehen wir, dass Worship unsere Waffe ist. Es fokussiert uns neu. Es hebt unsere Perspektive sogar über das, was uns herausfordert. Also manchmal ist das wie so ein Nebel, der sich um uns bildet von Herausforderungen, von Sorgen, von Angst. Und in dem Moment, wo wir unseren Fokus auf ihn richten, ist es so, als würden wir diesen Nebel wegboxen und auf ihn schauen. Uns auf ihn fokussieren. Also das sind die zwei Sachen. Hör auf deine Ecke, hör auf die Stimme Gottes und vergiss nicht, Worship ist deine Waffe. Und dann können wir, glaube ich, auch mitten im Fight, mitten in diesem Ring, durchatmen. Weil wir wissen, es ist nicht länger nur mein Fight. Es ist jemand auf meiner Seite, der nicht nur sagt, hey, du packst das irgendwie, sondern in dem Moment, wo wir es nicht mehr schaffen, auf einmal selber in den Ring hineintritt und sagt, das ist jetzt mein Fight. Bis hierhin und nicht weiter mit meinem geliebten Kind. Ich übernehme diesen Fight jetzt. Lass uns kurz die Augen schließen, einfach für einen Moment der Privatsphäre und der Konzentration. Die Feinde Josaphats, sie kämpften ja dann gegeneinander. Gott hat das benutzt, was der Feind eigentlich als Zerstörung benutzen wollte, als ein Todesurteil nutzen wollte, hat es umgedreht für den größten Sieg. Und weißt du, vor circa 2000 Jahren wurde eins der ekelhaftesten Folterinstrumente, das, was eigentlich für den Tod gedacht war, genau das hat Gott gebraucht, um nicht nur einen Sieg für einen Moment zu schaffen, sondern den größten Sieg der ganzen Menschheitsgeschichte zu schaffen. Da, wo der Feind vielleicht kurz dachte, jetzt ist der Tod von Jesus Christus eingetreten, da ist letztendlich das Leben für jeden einzelnen Menschen entstanden. Als Jesus Christus für dich und für mich gestorben ist, weißt du, der keine Fehler hat, nie was Falsches gemacht hat, Gott selbst, der in diese Welt gekommen ist, als Mensch für dich und für mich, er ist gestorben am Kreuz, damit wir leben können, damit wir mit ihm unterwegs sein können. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ey, ich habe von diesem Jesus vielleicht gehört oder ich war mal eine Zeit mit ihm unterwegs, so, ich hatte diese Connection mal, aber irgendwie habe ich das nicht oder hatte das noch nie, dann will ich dir jetzt gleich die Möglichkeit geben, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will auch ein Kind Gottes sein. Ich will auch mit diesem Gott unterwegs sein. Ich zähle von 3 auf 1 runter. Wenn du das bist, wenn du sagst, ich will das, dann heb einfach bei 1 kurz deine Hand als Zeichen vor Gott und für Gott, aber auch für mich, damit ich weiß, für wen ich beten kann. 3. Jesus liebt dich über alles. 2.
Er ist dir jetzt gerade viel näher, als du denkst. Eins, während alle Augen geschlossen sind, keiner guckt nach links und rechts, heb jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hammer, so gut. Könnt die Hände wieder runternehmen, könnt die Augen wieder aufmachen. Ey, wir wollen das jetzt so machen, weil wir feiern diese Entscheidung übertrieben. Das ist so gut, wenn wir uns dazu entscheiden, wenn wir uns überwinden und sagen, ja, ich will das, ich brauche das. Ich schaff's alleine nicht mehr. Ich brauche dich, Gott. Wir wollen das so machen, dass wir einfach zusammen ein Gebet sprechen. Ich bete es vor. Wir beten es alle als Basement zusammen nach, damit sich keiner irgendwie bloßgestellt fühlt oder so. Und es ist kein besonderes Gebet, einfach ein Ausdruck. Gott, hier bin ich, hier ist mein Leben. Es gehört jetzt dir. Alright, wollen wir es machen? Alright, let's go. Ey, lass uns zusammen aufstehen dafür. Halleluja, Jesus. Alright. Herr Jesus Christus. Heute komme ich zurück zu dir. Bitte verzeih mir, wo ich dir den Rücken zugekehrt habe und mein eigenes Ding durchgezogen habe. Ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod damit ein für alle Mal besiegt hast. Von heute an und bis in alle Ewigkeit bist du mein Gott, mein König, meine Nummer eins. Und ich bin dein Kind. Amen. Amen. Come on, lass uns Gott anbeten. Come on.